Moin, moin, yo, ich habe die internationalen Spiele noch abgewartet. Gehen wir schnell durch, schauen wir erstmal zurück. Was hatte ich denn beim letzten Mal? Eine 8,15? Ja, Kategorie, naja, ich hatte die SGE als Sieg dabei bei Union, ich hatte den Leverkusen-Sieg und ich hatte das X von Gladbach in Freiburg. Ja, hätte man mehr erzielen können, aber ja, der Woody hat's, 8,95 hat er geschafft. Wir hatten 66 Teilnehmer, sehr, sehr gut. Und hier direkt der Hinweis, ihr dürft natürlich auch diesmal alle gerne wieder mitmachen im angepinnten Kommentar. Haben wir was zum Regelwerk und die Copy-Paste-Vorlage. Und ja, schauen wir auf die Top 5 der Community. Die haben wir hier eingeblendet. Auf der 1 MS Drums, sehr, sehr gut, 18,25. Auf der 2 Oliver Bill mal wieder 17,00. Auf der 3 der Mulleflub 15,95. Und auf der 4 zwei gemeinsam niemals irgendwas und Too Much Moon mit 14,10. Sehr gute Werte. Und ja, das Gesamtranking, das wird erneuert erstellt und dann hier zu finden, hier unten auch unter dem Video im angepinnten Kommentar. Und ja, das mache ich in der Länderspielpause. Bin ich sehr gespannt. Ist ein Dicht auf Dicht da oben. Ja, schauen wir mal. Gehen wir in den Spieltag und hier haben wir die Quoten. Und wir beginnen heute Abend mit der Partie Gladbach gegen Wolfsburg. Ja, und ich tippe gerne freitags ein 2:2 und ich halte das in dieser Partie auch für möglich. Ja, Gladbach bleibt hinten ab und an ein bisschen wackelig. Also drei Tore in Freiburg sagen ja auch irgendwie einiges. Wolfsburg muss kommen. Das war nicht so wirklich viel gegen Bremen. Also offener Schlagabtausch hier, 2:2 freitags häufiger, also nehmen wir das X. Gut, der Woody dazu schließt sich an und nimmt das X. Die Lilien empfangen die Mainzer, ja, sie haben Leipzig geschlagen. Gute Leistung und ich denke, da gibt es einen Aufschwung. Bei Darmstadt fehlen drei Defensive gesperrt, unter anderem der Kapitän Holland. Lieberknecht muss aussetzen, nicht an der Seitenlinie. Ich denke, es gibt ein 1:2 für Mainz und so kommen sie jetzt langsam wieder in Schwung. Gut, der Woody dazu geht ebenfalls auf die 2. Dann die Bayern empfangen Heidenheim. Ja, ich denke, das gibt einen Heimsieg, 3:0. Sie werden da nicht viel anbrennen lassen. Sie wollen auf die 1 in der Tabelle, die Heidenheimer. Ja, waren gut gegen Stuttgart. Zu Hause sind sie ja eh stärker. Aber ich glaube, die Bayern sind dann halt doch eine Idee zu groß und zu stark. Gerade offensiv ja, werden sie so platt rollen und querspielen. Da habe ich eigentlich keine Sorge, dass die 1:06 drin ist. Der Woody, der wird wahrscheinlich mehr riskieren. Und er geht auf die 2, den Heidenheim-Sieg. Ja, ich fände es amüsant. Also gerne. Gut, dann haben wir VfB Stuttgart gegen den BVB. Und ich denke, der BVB, ja, will die drei verlorenen Punkte gegen Bayern zurückholen. In Stuttgart ist es nicht einfach zu spielen. Sie haben es aber in letzter Zeit schon mal dort erfolgreich geschafft. Ist ja auch das Pokalduell in der nächsten Runde. Ich glaube, ja, Guirassy wird noch als Fragezeichen benannt, aber ich glaube, ja, maximal eine halbe Stunde gehen Ende. Ich hoffe, Terzic bleibt jetzt mal dabei und sagt, never change a winning team, bringt dieselbe Elf rein und ja, bringt dann frische Leute später. Ich tippe hier ein 1:3, weil die Qualität im Gesamten sollte sich hier durchsetzen. Gut, der Woody dazu geht ebenfalls auf den BVB. Augsburg gegen Hoffenheim, die nächste Partie. Ja, ich habe ein 2:2 getippt und dann gesehen, ja, das ist ein sehr seltenes Ergebnis. Also unentschieden gibt es absolut, absolute Rarität. Ich glaube, nur zu Zweitliga-Zeiten gab es das mal in Augsburg. Aber neue Trainer, neues Glück. Ich tippe hier ein 2:2, denke, das ist im Moment sehr realistisch. Seit Grilic weg ist und der wird auch fehlen am Samstag, ja, läuft es nicht mehr so ganz so rund. In Stuttgart Glück gehabt noch. Da musste Grilic frühzeitig raus. Ich glaube, der ist eine wichtige Instanz in diesem Team und denke, ja, die Erfolgsserie diesmal gab in Augsburg, die gibt es diesmal nicht. 2:2, das X, die höchste Quote, finde ich hier eine gute Wahl. Der Woody nimmt den Augsburg-Sieg. Bochum gegen den ersten FC Köln. Das ist, ja, sehr gerne ein Remis.
Und ich glaube, auch beide Teams werden sich hier nichts schenken. Qualitativ sind sie halbwegs gleichwertig. Bochum ist eigentlich dran mit dem Heimsieg. Ja, aber sie kommen gehen Ende des Spiels immer so ins Straucheln und ins Wackeln. Köln gibt nie auf. Ich tippe auch hier ein 2:2 in diesem Topspiel, was sicherlich ein heißer Fight wird. Gut, bin darauf wirklich sehr gespannt. Der Woody geht auf den Kölner Sieg. Dann haben wir am Sonntag und ja, unsere internationalen Teams, die gestern noch ran mussten. Wir beginnen mit Bayer Leverkusen gegen Union Berlin. Knappes, spätes Ding da in Baku hat Bayer Leverkusen gespielt. Tapsoba fehlt als wichtige Stütze in der Abwehr. Union hingegen beim italienischen Meister ein 1:1 geholt und das auch, wie ich finde, durchaus verdient. Sollte man neue Hoffnungen schöpfen? Gut, Liga-Alltag ist jetzt was anderes, aber man darf nicht auf die Tabelle gucken. Ich traue den Eisernen tatsächlich ein 1:1 zu. Das ist aber eine reine Quotenentscheidung, weil die 1,22 finde ich bei Leverkusen echt sehr niedrig. Wenn Union es schafft, Frimpong und Hofmann halbwegs in den Griff zu bekommen, die Seite ja, gut zuzumachen, weil die kamen gestern spät rein und sind sicherlich mit der meisten Energie noch ausgestattet, dann glaube ich, Union hat eine Chance, sind ein bisschen ausgeruhter. Volland ist vielleicht auch ein Faktor an alter Wirkungsstelle, der weiß, wo da das Tor steht. Bin sehr gespannt. Ich zocke hier mal auf das X, finde es aber nicht so unrealistisch, weil wie gesagt, Tapsoba, der ist schon enorm wichtig. Palacios war wohl auch noch angeschlagen. Ein paar andere Personalien kommen vielleicht im Laufe des Tages raus. Gut, der Woody sagt jetzt erstmal dazu, er geht auf den Leverkusen-Sieg. Dann kommen wir zum nächsten Team, was gestern aktiv war. Werder Bremen empfängt Eintracht Frankfurt. Ja, die Frankfurter haben sich auch schwerer getan, als man das dachte. Kunstrasen, so eine Geschichte für sich, gegen Ende des Spiels gut ins Schwimmen geraten. Zudem auch hier Robin Koch fehlt, höchstwahrscheinlich, und auch ein paar andere Personalien. Marmusch lag gestern am Boden, weiß ich nicht, was da jetzt genau war. Irgendwas mit der Hand, wie man hörte. Ja, auch im Laufe des Tages sicherlich mehr Informationen dazu. Die Werderaner haben mir in Wolfsburg richtig gut gefallen und deswegen riskiere ich hier auch das X, sage ein 2:2. Das Flutlicht ist an der Weser. Die Eintracht ist auf jeden Fall ein bisschen platt, ist ja auch eine andere Belastung da auf dem Kunstrasen und dann ja mit den Reisen und dann halt, ja, war es auch etwas kühl und feucht. Ja, schauen wir mal. Ich traue da Werder auf jeden Fall einen Punktgewinn zu, aber die Eintracht ist natürlich stark in letzter Zeit. Der Woody dazu geht ebenfalls aufs X. Dann haben wir Leipzig gegen Freiburg. Da sage ich, es gibt einen Heimsieg. Ein 2:1, enges Match kann es werden. Freiburg wusste gestern zu gefallen, aber in Leipzig holen sie halt meist nichts. Leipzig ist erholter, manchmal ein bisschen pomadig in ihren Abschlüssen, aber ich denke, den Dreier werden sie sich holen. Sie müssen oben dran bleiben und Freiburg, ja, ist auswärts auch wirklich nicht so stark. Der Woody dazu geht ebenfalls auf den Leipzig-Sieg. Gut, dann haben wir es fix alles beisammen und jetzt seid ihr gefragt, da unten gibt es Kommentarfelder. Ballert die voll und dann sehen wir uns wieder mit den Sportwetten fürs Wochenende. Da bin ich mal gespannt, was ich da so raussuche. Gut, haut rein, tschö!